hatte von Anfang an ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Ich habe immer zu ihm aufgeblickt. Er war ein hervorragender Fachmann. Auch menschlich hatten wir einen Umgang, nicht wie Vater und Sohn, sondern wie Freunde. Was ich auch als Kind immer so empfunden habe, war dieses Unternehmen mit Herz und Seele. Frisches Design muss man aber auch mit Augenmaß begleiten. Das heißt, wenn ein Schritt in eine neue Richtung 3 Schritte zu weit ist, dann wird das Produkt keinen großen Erfolg haben. Wie damals Luigi Colani in 68, er war seiner Zeit weit voraus. Design, it's a dynamic process. You don't do design by yourselves. As the designer, you will have to involve the manufacturer. Designing is not a straight line that we kind of say, okay, now we're standing here, we're doing this and this and this and this, because there come all these obstacles in the way. It's very inspiring when we went down to the factory and we saw all the beechwood laying in front of the factory. We're trying to take the best of their production line and try to put it into our design. From what we learned at Cush & Co., the new chair is a genuine Cush chair. It respects the tradition of Cush & Co., but at the same time, I think it's a chair that can make it stand today. Passion. After many years with the company, you feel that passion, that drive, that they have, that hunger. Für mich ist das, was Cush in der Vergangenheit getan hat, ein ganz wesentlicher Aspekt von dem, worauf wir aufbauen natürlich und was wir nutzen können, um in der Zukunft noch besser zu werden, noch innovativer und kreativer zu sein. Porsche Design Studio. Es war so ein neuer Starting Point für Cush. Und die Kooperation und das Produkt sprechen für sich. Und ich lege für mich persönlich großen Wert darauf, die Balance, diesen Schulterschluss zu schaffen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.